Seedbox-Anbieter sind generell eine feine Sache. Ich kann einfach meine Downloads auf einen Cloud-Server auslagern, kann sehr viel automatisieren und muss mich um viele Dinge gar nicht kümmern. Und das geht gleichzeitig mit sehr vielen Vorteilen einher. Deshalb habe ich den Anbieter Dedi Seedbox um einen Account gebeten. Den habe ich auch bekommen, der wurde mir dann aber ziemlich schnell wieder entzogen und gelöscht. Wie es dazu kommen konnte, das erkläre ich dir nach dem Intro. Wenn ich einen Test von so einem Dienst mache, dann frage ich immer nett an, ob es nicht möglich wäre, einen Account für dieses Video zu bekommen. Also ich lüge die nicht an, ich erzähle denen, was ich vorhab, dass ich ein YouTube-Video machen will, dass ich manche Sachen erklären möchte, wie sie funktionieren und vielleicht auch ein Test dabei runterfällt. Das hätte ich jetzt gerne alles mit Dedi Seedbox gemacht, auch aus dem Grund, weil die natürlich ein schönes Affiliate-Programm haben. Dedi Seedbox hat mir dafür auch tatsächlich einen Account zur Verfügung gestellt, der wurde aber relativ schnell wieder gelöscht vom Anbieter. Ich habe 3 Probleme gefunden, die habe ich dem Anbieter gemeldet und das hat der irgendwie in den falschen Hals bekommen. Der hat gemeint, ich würde ihn hier ausnutzen, ich hätte ja einen kostenlosen Account bekommen und jetzt würde ich auch noch Support haben wollen. Ich erkläre euch mal, was ich gefunden habe und warum ich finde, dass die Tickets trotz des kostenlosen Accounts gerechtfertigt waren. Wenn ich ein Video mache über einen Service und habe irgendein Problem gefunden, dann schreie ich das nicht gleich laut raus, sondern gebe dem Anbieter die Möglichkeit, den Fehler zu korrigieren. Wenn er das macht, kriegt er auch gleich noch eine positive Bewertung, was den Support angeht. Wenn er es nicht macht, naja, dann kriegt er halt den Fehler vorgehalten und den schlechten Support. Was waren jetzt aber hier meine Probleme? Als ich so ein bisschen rumgeklickt habe, hatte ich öfters mal Probleme mit Cloudflare. Der Dienst wird scheinbar hinter dem Content Delivery Network Cloudflare betrieben und dort hatte ich immer wieder Probleme, dass von Cloudflare der Host nicht mehr erreichbar war. Glücklicherweise gibt ja Cloudflare sehr sprechende Bilder zurück und sagt einem, ist entweder dein Browser das Problem, ist Cloudflare das Problem oder ist der Hoster das Problem. In diesem Fall war Dedi Seedbox das Problem. Das habe ich natürlich gemeldet, dass ich immer wieder beim Rumklicken in meinem Benutzerinterface auf diese Fehler gestoßen bin. Dann ist mir noch aufgefallen, dass auf der Startseite kein SSL erzwungen wird. Wenn ich also standardmäßig auf die Startseite gegangen bin, habe ich dort die Meldung bekommen, dass meine Verbindung nicht sicher sei zu der Seite. Was auch korrekt war, denn die Seite ist nicht über SSL gelaufen. Das hat sich dann zwar beim Login geändert, aber SSL ist so elementar, dass darüber eigentlich keine Diskussionen geführt werden müssen. Gerade bei einem Anbieter, der auf der Startseite mit High Security Encryption wirbt, möchte ich darüber nicht diskutieren müssen. Also auch das habe ich gemeldet. Das dritte Problem, was ich hatte, eine Seedbox ist ja für Torrents gedacht. Um die Funktion zu testen, habe ich mir beim Linux ISO Tracker einfach mal ein paar Magnetlinks und Torrents geladen und habe die in dieses Root-Torrent eingefügt. Beim Einfügen von Magnetlinks hatte ich allerdings Probleme. Die Downloads haben einfach nicht gestartet und der Magnetlink wurde einfach nicht aufgelöst. Ich habe aber auch schon gelesen, dass das generell ein Problem sei. Ich kann aber auch sagen, dass ich die gleichen Magnetlinks in einer anderen RootTorrent-Seedbox eingefügt habe und damit kein Problem hatte. Ich kann es jetzt ja auch nicht weiter testen, der Account wurde ja leider geblockt. Jedenfalls kann ich nur sagen, die Torrents, die Torrent-Dateien haben funktioniert, die Magnetlinks haben nicht funktioniert. Ich habe aber auch nur einen Tracker getestet, beziehungsweise testen können. Ja, als ich dann diese ganzen Sachen gemeldet hatte, konnte ich auf einmal keine Mails mehr schreiben. Dann kamen meine Mails zurück als Spam markiert und gleichzeitig wurde mein Account gelöscht, was ich auch echt super fand. Danach konnte ich dann von einer anderen Mailadresse nochmal den Anbieter kontaktieren und die Antwort war dann, dass ich ja jetzt hier einen Account ohne Support bekommen hätte und ich ja wohl nicht so dreist sein könnte, wenn ich hier schon einen kostenlosen Account bekomme, hier Tickets aufzumachen. Kann ich zum Teil verstehen, die Argumentation, aber diese Probleme, die ich hatte, betreffen ja alle Nutzer. Also es wäre ja auch im Interesse des Anbieters gewesen, die Sachen einfach zu lösen. Zumindest mit SSL scheint das jetzt wirklich geschehen zu sein. Die Startseite ist jetzt scheinbar nur noch über SSL erreichbar. Trotzdem kann ich natürlich keinen Anbieter empfehlen, der so dünnhäutig reagiert auf Supportanfragen. Das geht natürlich gar nicht. Vor allem nicht, wenn ich weiß, dass darüber ein Video gemacht wird. Also da muss man ja schon richtig Harakiri-mäßig unterwegs sein, um so zu reagieren. Gut, soviel zu Dedi Seedbox. Ich freue mich natürlich jetzt noch über ein Abo von dir. Wenn du dich für Seedbox interessierst, da werden demnächst ein paar weitere Videos kommen. Ich habe natürlich ein paar andere Anbieter auch noch angefragt und da habe ich ein paar interessante Videos in der Mache und freue mich natürlich, wenn du die auch schaust.